Kleid ist ja wie für dich gemacht. Findest du? Du siehst umwerfend aus. Echt klasse. Hier haben sich alle in den Haaren und du haust einfach so ab. Mann, was willst du eigentlich? Für mich ist das auch nicht leicht. Vielleicht solltest du es einfach mal ändern lassen. Ja, es ist noch lange nicht, dass ich dich im Stich lasse. Was würdest du denn machen, wenn ich einfach so abhauen würde? Was würdest du denn machen, wenn du die ganze Zeit deinen Vater suchst und ihn dann gefunden hast? Ich würde dich jedenfalls nicht so im Stich lassen. Jetzt komm mal wieder runter. Du hast nicht einmal danach gefragt, wie ich mich bei der ganzen Sache fühle. Du bist so scheiß egoistisch. Ist alles okay bei euch? Jana! Können wir? Ja, klar. Eigentlich sollte ich ja dem Autofahrer dankbar sein. Wieso? Sonst wäre ich doch nie in den Genuss dieses wunderbaren Kleides gekommen. Ja, das Kleid steht dir wirklich gut. Aber wir sollten langsam los. Ich will Lars nicht so lange warten lassen. Ja, klar. Wir haben ja lang genug getrödelt. Suchst du was? Ja, meinen Schlüssel. Ich hatte ihn gerade noch. Voilà. Dankeschön. Na, was sag ihr zu meinem neuen Job? Nettes Kostüm. Karneval? Nein, der Graf hat mich wirklich eingestellt. Es gibt schlechtere Arbeitgeber als die von Lahnsteins. Mein Glückwunsch. Danke. Wow, schick, schick. Um die Chauffeursmütze bist du wirklich zu beneiden. Als Chauffeur? Sieh dich doch mal an, David. Denkst du nicht, du machst dich lächerlich? Mir scheint, du hast ja Angst davor, dass ich dich lächerlich mache. Wenn das so ist, dann will ich dich vor deinen Gästen nicht länger blamieren. Tut mir leid wegen deines Geburtstags, Lars. Hallo, Jana. Hallo. Ist die Elisabeth da? Keine Ahnung. Hallo. Hi. Hallo, Nico. Jana, jetzt warte bitte kurz. Ich möchte mit euch reden. Können wir das nicht beim Abendessen machen? Ich möchte mit Elisabeth sprechen. Nein, bitte jetzt. Es ist wichtig. Setzt euch bitte. Es scheint wirklich wichtig zu sein. Komm her. Ja, dann schieß los. Also, ich hatte ja gerade beim Friseur noch mal genug Zeit, über das Angebot von Johann, von meinem Vater nachzudenken. Und ich habe beschlossen, ich mach's. Was? Ja, aufs Schloss ziehen. Was, so plötzlich? Also, solche Dinge besprechen wir doch vorher. Tja, das wollte ich ja, aber ihr hattet ja, ja keine... Ja, wir hatten keine Zeit für dich, aber deshalb solltest du doch nichts überstürzen. Ich überstürze das nicht. Ich habe lange genug darüber nachgedacht und es ist einfach die einzige Chance, meinen Vater besser kennenzulernen. Naja,
im Prinzip ist nicht viel dagegen zu sagen. Tja, ich kann nur Jana leider hier nicht alleine lassen. Mann, hier herrscht ständig schlechte Stimmung und wir wissen noch nicht mal wieso. Dabei habt ihr ja immer gesagt, wir sollen keine Geheimnisse voreinander haben. Ja, soll ich denn schon mal die Antipasti übernehmen? Oh nein, danke, Angelo. Hannah muss ja jeden Moment hier sein. Ja, auf David brauchen wir jedenfalls nicht mehr zu warten. Er hat es doch vorgezogen zu gehen. Ja, kein Wunder, so wie du dich aufgeführt hast. Ach, David ist viel zu talentiert für diesen Job. Oder hast du schon mal von einem Chauffeur gehört, der nebenbei eine Oper komponiert? Nein, aber ich kenne Gondoliere, die bei der Arbeit singen. Ach, du Witzbold, das ist doch ganz was anderes. Du schämst dich für ihn, das ist der Punkt. Immerhin habe ich mit Graf Lahnstein geschäftlich zu tun. Ja, und da ist es dir natürlich peinlich, wenn ausgerechnet dein Freund ihn durch die Gegend kutschiert. David hätte auch ein Stipendium bekommen können. Aber da hat er sich natürlich wieder quergestellt, wie ich ihn kenne. Ich dachte, du liebst ihn. Ja, das tue ich auch. Dann dürftest du stolz auf ihn sein. Dein Ruf ist ja anscheinend wichtiger als alles andere. Ach. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Wow. Dankeschön. Wo warst du die ganze Zeit? Jetzt sag bloß, es hat sich nicht gelohnt. Du siehst umwerfend aus. Ab sofort werde ich keine Sekunde mehr von dir weichen. Florian ist nicht Carolins Vater? Also, ich verstehe immer noch nicht, wieso du und Isabelle ihm nichts gesagt habt. Wir dachten, ich hatte auch meine Zweifel. Aber Isabel dachte, es sei besser für Carolin. Das ist aber ganz schön link. Also ich hätte gerne früher erfahren, dass Achim nicht mein leiblicher Vater ist. Dann wäre mir einiges erspart geblieben. Darüber gehen die Meinungen ja auseinander. Es tut uns leid, dass ihr unter unserem Streit gelitten habt. Es war wirklich zum Kotzen. Du hast gehört, es tut uns leid, Nicola. Naja. Wenigstens wissen wir jetzt, wo wir dran sind. Ja, und wann vertragt ihr euch wieder? Wir raufen uns schon wieder zusammen. Ich hab Hunger. Ich helfe dir. Ja, wenn du willst. Glaubst du mir jetzt, dass ihr mir nicht egal seid? Klar, die gute Nico macht mal eben einen auf heile Familie. Und damit ist alles gegessen? Verdammt, was soll ich denn bitte noch machen? Mann, du kapierst einfach überhaupt nichts. Ich habe einfach verdammt Angst, dich zu verlieren. Jana, du weißt gar nicht... Was? Kommt jetzt irgendwie wieder so ein Standardspruch? Mann, jetzt hör endlich auf mit deiner Tränentour. Du kannst nicht ewig die kleine Schwester raushängen lassen. Werd endlich erwachsen. Halt die doch. Unser Versprechen gilt ja sowieso nicht mehr. Ja, und wo willst du jetzt hin? Zu Anni. Der versteht mich wenigstens. Hannah hat mir ein gemaltes Porträt von sich geschenkt. Mhm. Ach, Charlie. Hannah hat mir ein Porträt geschenkt. Das scheint dich ja gar nicht zu interessieren. Entschuldigt, natürlich. Kenne ich den Künstler vielleicht? Carla von Lahnstein. Die Carla von Lahnstein? Ja, aber normalerweise zeichnet sie gar nicht andere Leute. Ach, ich wusste gar nicht, dass ihr euch so gut kennt. Ich hatte auch schon mit ihr zu tun. Wie ist sie denn so privat? Ja, wie soll sie denn sein? Ganz normal. Da siehst du mal, was Davids Job für Vorteile mit sich bringt. Er kann deine Neugier mit Sicherheit befriedigen. Ach, entschuldigt mich, Kinder. Ich werde es noch mal bei David versuchen. Irgendwann muss er ja rangehen. Sieht so aus, als hätte meine Schwester den subtilen Wink mit dem Zaunpfahl verstanden. Na, subtil ist gut. Das war ja schon ein ganzer Zaun. Sag mal, hat sich Carla bei dir wieder gemeldet? Nein. Hat sie wieder Probleme mit ihrem Typen? Hey, ich hab dich was gefragt.
Was? Mein Gott, wo bist du denn bloß mit deinen Gedanken? Entschuldigung. Hi. Hi. Siehst du heute schon aus? Nico, das wegen gestern Abend. Das tut mir wirklich leid. Ich weiß ja, wie wichtig dir die Sache mit deinem Vater ist. Du wirst mir ganz schön fehlen. Aber wir werden uns immer besuchen. Und wir sehen uns ja auch jeden Tag in der Schule. Das ist trotzdem irgendwie komisch, wenn du nicht mehr da bist. Was ist denn? Ich hab's. Du kommst einfach mit. Wie stellst du dir das vor? Dein Vater, der wird bestimmt nichts dagegen haben. Ach, der Kasten ist groß genug. Der Kasten? Ja, das Schloss. Am besten, ich ruf gleich mal an. Vielen Dank. Bitte sehr. Hallo, David. Jetzt warte doch mal. Wieso bist du gestern nicht mehr ans Telefon gegangen? Pass bloß auf. Du könntest mit mir gesehen werden. Es tut mir leid, ich hätte das nicht sagen dürfen, ich weiß. Ich war einfach überrumpelt. Ich dachte natürlich, du kommst mit einem Stipendium zurück. Das ist es doch quasi auch. Aber eben eins, bei dem ich Graf Lahnstein nichts schuldig bleibe. Na, einen tollen Fuhrpark hat er, Graf Lahnstein. Denkst du denn, du hast dann wirklich noch genug Zeit, um zu komponieren? Hätte ich das Angebot sonst angenommen. Wenn ich auf die Herrschaften warte, habe ich jede Menge Zeit und Muße. Verzeihst du mir? Apropos Muße. Ohne die Küsse deiner Muse bist du doch sowieso aufgeschmissen. Na, das ist doch schon mal etwas. Ja, okay, bis später. Alles Paletti, du darfst mitkommen. Begeistert scheint er nicht gerade gewesen zu sein. Na ja, gut, das ist nur für ein paar Tage. Aber wenn wir erstmal da sind, dann regel ich das schon. Mann, der will mich doch gar nicht da haben. Soll ich dann auch noch den Dienstboteneingang benutzen? Nein, natürlich nicht. Aber wenn du erst mal da bist und er dich richtig kennengelernt hat, dann lässt er dich bestimmt nicht mehr weg. Wer will hier jemanden nicht weglassen? Also Johannes, ich meine, mein Vater hat erlaubt, dass Jana mit aufs Schloss zieht. Nur für ein paar Tage. Ja, und nur, wenn du es auch erlaubst. Gegen ein paar Tage ist ja nichts einzuwenden. Siehst du? Danke. Ja gut, meine Sekretärin wird Ihnen dann die Unterlagen zufaxen. Danke. Wiedersehen. Hallo. Hallo. Ich wollte mich nochmal persönlich bei Ihnen bedanken für das Porträt, das Sie von Hannah gemalt haben. Ist wirklich schön geworden. Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Ja, und nachträglich auch von mir. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh, vielen Dank. Tja, und wegen dem Rendezvous neulich. Hannah hat mir alles erzählt. Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Warum denn nicht? Das kommt in den besten Familien vor. Wie bitte? Naja, die Einladung. Ich weiß jetzt, dass ich nicht gemeint war. Und... Naja, es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht geglaubt habe. Ich bin froh, dass sich das Missverständnis aufgeklärt hat. Ja, ich auch. Ach, und wegen dem Typen, der Sie versetzt hat. Ja? Vergessen Sie ihn am besten. Er hat keine Ahnung von Frauen. Im Gegensatz zu Ihnen. Dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Ich komme sofort.
Sekunde bitte. Novak. Hallo, Hanna. Carla, wie geht's dir? Gut, danke. Und, hast du unsere unfreiwillige Dusche gut überstanden? Ja, klar, dank deiner Hilfe. Aber wie war's denn noch bei dir? War dein Freund nicht sauer, dass du so spät gekommen bist? Nein, alles gut. Er hat sich sehr über sein Geschenk gefreut. Schön, das freut mich. Sag mal, ich hab hier noch dein Kleid. Passt es dir, wenn ich es dir gleich vorbeibringe? Ja, klar. Aber wir können uns auch gleich auf den Kaffee treffen. Kennst du das Venezia? Ja, klar. Ich mach mich dann gleich auf den Weg. Ja, okay. Also bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Das riecht aber lecker. Abschiedsessen sind die leckersten. Kommt Robin auch? Oh Gott, das habe ich in der Aufregung ganz vergessen. Ich rufe ihn an. Ja. Und ich schaue mal im Keller nach, ob wir noch eine Flasche Sekt haben. Für dich habe ich auch etwas. Wo hast du denn die her? Frisch repariert, im Wohnzimmer gefunden. Danke. Wieso kann nicht einfach alles so bleiben, wie es ist? Also zurzeit würde es dir wohl hier nicht so gefallen. Ja, auch wieder wahr. So, Robin kommt gleich. Der war vielleicht baff. Das ist ja kein Wunder bei dem Tempo, das ihr vorlegt. Ich bin auf jeden Fall total aufgeregt. Jana und ich auf dem Schloss, das wird bestimmt geil. Bestimmt. Herr Schneider, ich bin leider nicht früher dazu gekommen, es zu suchen. Bitte schön. Na, Hauptsache, ich hab's wieder. Wäre doch schade, wenn ich Davids Geschenk verloren hätte. Ist doch eigentlich ein super Job. Ich bin im Dienst und kann dir trotzdem Gesellschaft leisten. Na, ihr beiden? Ja. Entschuldige, Lars. McNeil? Familie Brandner? In Ordnung. Ja, ja, ich weiß, wo das ist. Du sollst zu den Brandners? Ich muss da jemanden abholen. Ach, wen denn? Kleines Berufsgeheimnis. Schatz, ich muss los. Lars, wir sehen uns vielleicht später nochmal, okay? Bis dann. Das zum Thema Gesellschaft leisten. Tja, da wirst du dran glauben müssen. Tut mir leid, ich bin mit Hanna verabredet. David ist mit Sicherheit gleich wieder da. Und übrigens freut es mich sehr, dass du dich doch noch mit seinem Job angefreundet hast. Unter uns, ob ich mich an diese Uniform gewöhnen werde, weiß ich nicht. Das stimmt dann so. Dankeschön. Kommt doch bald mal wieder, hm? Ja, klar. Gerne. Hoffentlich wird das bald belebt. Roberto? Ja? Haben Sie eine Idee, was wir machen können, damit mehr Leute in den Laden kommen? Verlass dich einfach auf deine Intuition, Alexa. Ja, die hat mir gesagt, dass ich Sie fragen soll. Was lesen Sie denn da Schönes auf den Spielen? Ah. Meinen Sie, das hilft uns weiter? Man kann nie wissen. Hallo, Alexa. Oh, hi. Na? Wie wär's denn mit einem schönen Eis? Oh, ich hätte gerne zwei schöne Milchkaffees. Okay, dann zwei schöne Milchkaffees. Hallo. Hi. Na, wartest du schon lange? Ich habe nur zwei Milchkaffees bestellt. Ah, sehr gut. Ja, hier ist das gute Stück. Dankeschön. Du hast wirklich einen richtig guten Geschmack. Och, du doch auch. Wir könnten mal zusammen shoppen gehen. Gerne. Von mir aus sofort. Ich kenne ein paar richtig gute Läden auf der Kö. Ja, ich kenne da auch ein paar Läden, die sind vielleicht ein bisschen billiger. Umso besser. Oh. Entschuldige. Hi, Lars. Na, mein Liebling, was machen wir denn heute? Wollen wir was essen gehen? Das passt jetzt gerade nicht so gut. Oh, so. Wo bist du denn? Ich bin gerade mitten in einem Essen. Mit wem? Mit meinem Steuerberater. Ich mach auf. Robin ist da. Hallo. Ich sehe, meint ihr es ja wirklich ernst. Ja, komm rein.
Hallo zusammen. Hallo, Robin. Hallo, mein Junge, du kommst gerade recht. Schön, dass du da bist. Ja. Ging ja auch ganz schön schnell. Oh ja, wir waren auch überrascht. Na komm, jetzt mach mal nicht so eine Riesensache daraus. Ja, ja, genau. Also, an die Gläser. Und dann cheers. 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 Es ist cheers. Nicht Mexiko. Oh, Hauptsache, wir sind zusammen. Ja, sonst würde Jana ja wieder streiken. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Denkst du, den Sitzstreik hat irgendjemand von uns hier vergessen? Hm? Na, wie hätte sie mich denn sonst damals aus dem Heim holen sollen? Oh, vom Heim ins Schloss. Das nenne ich eine Karriere. Wenn man bedenkt, wie ich damals hier total pleite aufgekreuzt bin. Und uns ein paar Nichten untergejubelt hast. Ja. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich damals gedacht habe, warum verschwinden die nicht wieder? Aha. Ein bisschen Ruhe zur Abwechslung. Das tut vielleicht ganz gut. So leicht werden wir es euch nicht machen. So, bitteschön. Dankeschön. Sag mal, hast du Angst, Lars, die Wahrheit zu sagen? Tut mir leid, aber ich konnte euer Gespräch mithören. Ach nein, das ging nur um das Rendezvous. Er ist immer noch sauer. Aha. Ja, er kann sehr stur sein. Und ein richtig guter Schauspieler. Inwiefern? Ich habe ihn vorhin getroffen. Da war er richtig gut gelaunt und er hat sich sogar bei mir entschuldigt. Hanna, was ist los? Das werden Sie sein, ich mach mal auf. Ja. Mhm. Was machst du denn hier? Euch abholen, eure Durchlaucht. Herr McNeil, das ist aber eine Überraschung. Nicht schlecht. Vielen Dank. Darf ich mich vorstellen, Frau Brandner? Ich bin der neue Chauffeur der Familie von Lahnstein. Ja, cool. Dann sehen wir uns ja jetzt öfter. Dann bringen Sie die beiden Prinzessinnen mal sicher aufs Schloss. Mach's gut. Klaut nicht das Tafelsilber. Du bist wirklich der beste Onkel, den man sich wünschen kann. Und du die beste Tante. Das will ich hoffen. Und du, du... Ach. Tschüss. Tschüss. Nico, warte. Ich will das nicht. Bitte? Du musst alleine gehen. Mein Schloss ist hier. Und so geht es weiter. Pack endlich deine Sachen und verschwinde. Beatrice war meine Frau. Und deswegen ist es immer noch mein Haus. Irrtum. Das Einzige, was dir hier gehört, ist der Rückeband. Kann ich denn auch mal eine Party feiern und Freunde einladen? Du kannst selbstverständlich einladen, wen du möchtest. Cool.